Moin Moin und herzlich willkommen zum Zockerbamsen. Ich bin der Lars, ich bin hier mit dem Todde. Hallo. Genau, moinsen Leute, wir sind mal wieder in The Cycle unterwegs. Das Spiel der Wahl zur Zeit. Und du hast ein Daily oder Weekly, wie auch immer, du musst Mutated Animals platt machen. Genau, und die sind natürlich Millionen Kilometer weit weg. Was ist großartig, aber egal. Genau. Aber auf dem Weg zu dem Auftrag, den ich gerade markiert habe, können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was platt machen, glaube ich. Oh, ach, da wolltest du hin? Okay. Ich fürchte, ich bin so ein No, 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 was? bisschen abgewichen. Na egal, ich mach mal hier den Easy Crystal und du machst mal den anderen Kram da. Ja, okay. Ja, immer wenn du was markierst, dann müssen alle springen, aber Ja, ich wenn. habe das gar nicht mitbekommen, dass du das markiert hast. Ich habe das irgendwie nicht so richtig realisiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aus Prinzip schon. Aus Prinzip schon nicht realisiert, meinst du? Oder Genau. ignoriert? Ja. Ja, wenn du irgendwas markierst, auf jeden Fall. So, Gut, ich du bist da oben. hoffe, dass hier nicht sofort schon das nächste Spielerduo Das wäre ganz gut. Und dann weißt du ja, was du durch. dann zu tun hast, wenn du da auf zwei Spieler triffst, ne? Flüchten. Ja, sterben vor allen Dingen. Ja, aber das kann ich. Ja. Talent und so. Sterbtalente. Ja, ich komme hinterher. Ich versuche mich zu beeilen, aber ich bin ja langsam. Bin ja so ein tankiger Klops. Chunky Boy. Sozusagen. Obwohl mein Charaktermodell sehr fragil aussieht. Das ist manchmal für einige Spieler etwas verwirrend. Die Ja, denken das dann immer, wir können mich platt machen, aber nö. ja, aber das macht ja auch der Suit und nicht der Archetyp. Ja, genau. Aber das ist halt tatsächlich, finde ich das schon vom Visuellen her manchmal dann doch ein bisschen strange. Kommst du klar? Denke. Okay, dann mache ich hier mal den Easy Crystal. Weil es ist ja effektiver, wenn man so zwei Sachen gleichzeitig macht im Duo. So, wo geht denn hier der letzte Strahl raus aus dem Ding? Immer aus der Mitte ist der Körpermitte, mein Freund. Ah, da. Er reagiert gar nicht. Ja, nee, ich muss ja auch denken. Ach so, ja, das ist schwierig, das stimmt. Das fällt dir ja so schwer normalerweise. Ja, Das auf jeden Fall ein bisschen die anderen Körpereigenschaften und Sinne zurückfahren. Das kann ich Ah, nachvollziehen. da. Ja, die ist hier ein bisschen versteckt, das stimmt. Sag Bescheid, wenn du fertig bist, dann mache ich Hab ich. hier. Hau rein. Ich hoffe nur, so ein Bot ballert mich jetzt nicht an. Nö, Nee, ich ich hoffe schon. mach hier gerade 4 auf Mal alle. Denn wenn man hier von so einem, wenn man so einen Prozess macht, angeballert wird, dann wird der leider unterbrochen. Das ist manchmal so ein bisschen ärgerlich. Okay, Ja, das haben das wir erledigt. Dann lass uns mal haben. hier hinten die Genau. Mobs machen. Das haben die Zuschauer, glaube ich, schon begriffen, so nach 13 Ja, Videos. bla 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 bla. Das heißt ja nicht, dass jeder sich unsere Videos angeguckt hat hier in 13 Nein, Stück. allein das letzte Video waren immerhin schon mal 12 Klicks, ne? Also. Immerhin. Ja, The Cycle ist gerade noch so ein bisschen unterrepräsentiert. Also das merken wir auf jeden Fall Ja, ich total. habe auch aber das Gefühl, dass unsere Abonnentenschaft sich sagt, das ist ja ganz nett, aber warum kommt da kein DBD mehr? Ja, genau. Also ja, für alle, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, DBD ist bei uns so ein bisschen unten durch. Also wir sind es einfach über. Wir haben inzwischen da beide fast irgendwie 1000 Stunden investiert. Ja, wir wissen, andere Spiele haben viel, Ah, viel da. mehr. Bei Aber, dir auch? Spielst du auch nicht mehr? nee, Da ich spiele auch nicht kommt ein mehr. Spieler, da kommt ein Team. Oh, geht kacken, ihr Penner. Fuck, ich bin hier runtergefallen, du bist auf die allein gestellt. Das ist toll. Die gehen weg, die gehen weg. Die sind stiften gegangen. Gut. Du bist wirklich weit. Wo bist du denn unterwegs, Digga? Ja, Ich bin da in die Schlucht gefallen, aber hab ich doch warum kommst du denn gesagt. nicht zu mir? Weil ich einen Weg hochfinden muss? What the fuck? Ich dachte, du hast so ein Flight Suit. Du müsstest doch da Ja. rausgleiten wie so eine Nee. Eintagsfliege. Eine Vespa. Aufsteigen von der Scheiße, keine Ahnung. Ja, wie der Phönix aus der Kacke. Ja, wieder. Genau. Nee, der wurde gerade gemacht von den anderen Spielern da. Lass uns mal hier unten rumgehen. Ich habe noch nicht genug Munition. Nicht Munition, genau. Geld. Um mir so eine Kniffe zu holen. Aber wenn wir Hol. jetzt noch ein bisschen haben, dann können wir die überfallen. Was? Naja, wenn wir ein bisschen Waffenvorteil haben. Also wenn wir schon MGs haben und die noch nicht, dann haben die auf jeden Fall einen riesen Vorteil. Aber egal, Und lassen wir schon das. denkst du wieder nur an Mord und Raub. Ja, Mord und Raub. Du bist Raub gerade aus dem und Knast. Mord und Überfall sind gut. Bist gerade aus dem Knast raus, Tolle. Ja, nu, Du was hast soll ich dem sagen? Priester mit der Hand auf der Bibel versprochen, dass es das letzte Mal war. Ja, ich kann halt nicht an mich halten, was soll ich sagen? Es überkommt mich einfach manchmal und dann muss es halt raus. Deswegen hast du den auch umgebracht. Ja, Mann, was steht da auch rum? Außerdem war das mein Käse.
Ah, da unten. Hab deine Mutanten gefunden. Oha, da ist aber jemand zornig. Bei mir? Ach so, ja. Bei mir? Ja, schon komplett ausgeblendet. Schon so einen internen Filter entwickelt für Babygeschrei. Das sind die Noise-Canceling-Kopfhörer. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das frage ich den ganzen Tag, es ist wundervoll. So, gegen Babys, Ehefrauen, blöde Nachbarn. Chefs. Klaro. Hier ist der nächste Auftrag, genau. Da habe ich doch schon längst markiert. Ja, okay. Aber mein Kackmarker dann noch mein Marker ist der geilere Marker, weißt du doch. Deiner ist grün, meiner ist gelb. Ich mach mal hier mal so einen Easy-Kristall. Achso, vergiss nicht, dir eine Knifte zu holen. Ich bin auch schon auf 200. Ah ja, okay. Ich muss schon sagen, also mein Marker ist gelb wie Mittelstrahlurin. Mittelstrahlurin ist der beste Urin. Warum ist denn hier, was ist denn hier los? Was? Das ist doch so ein Easy-Ding. Warum haben hier irgendwie 50.000 Bobs angeschrubbelt? Die sollen sich mal zusammenreißen hier. So, da. Was, du lebst noch? Komm. So, den auch noch. Okay, ich komme. Ja, bitte schnell. Stirbst du jetzt an Mobs oder was? Ja, irgendwie. Wie kriegst du das immer hin? Ich bin halt nur eine Dragonfly. Du musst auch ausweichen. Fly like Kannst a fly. Nicht immer mit dem Gesicht tanken. Das ist nicht so gut. Fly like a fly, sting like a fly. Ja, die like a fly. Fly hard. So, hier die Dinger eingesammelt, genau. Die haben unterschiedliche Werte. Es gibt von grün über blau, glaube ich, bis lila, die halt unterschiedlich viele Punkte auf diesen Auftrag geben. Wie viele Punkte musst du denn machen mit dem Handcontract? Ich weiß nicht, so 200 oder so. Total realistisch. Verschwende meine Zeit. Ja gut, aber irgendwo muss ich ja anfangen. Das gibt mir dann 300 Punkte auf die Wiki. Das kann man da nicht verschwenden. Das sind irgendwie anderthalb Dingslevel hier. Hab es eine Weekly? Dann müsste ich die eigentlich auch haben. Nee, hat jeder dieselben? Ich glaube ja, weil wenn du dir so anguckst, wo dass die Leute dann auch immer dasselbe machen wollen wie du. Hm. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie diese Rotation von diesen Aufträgen ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass gewisse Zeiten, egal in welches Match du reingehst, du kannst auch Matches dodgen sozusagen, immer dieselben Aufträge kommen und dann rotiert das halt so durch. Ich hatte ja noch nie bemerkt, dass einem die Aufträge vorher angezeigt werden. Ja, genau, oben an der Tafel, immer im Foyer sozusagen. Aber ich finde das ja sowieso so krass, ne? Hier unsere Kollegin Tikuna, die Twitcherin, die hat mir ja so ein paar Sachen verraten, die sind eigentlich total offensichtlich, aber das Spiel verrät sie dir halt überhaupt nicht. Und das sind Sachen, das muss einem einer sagen, da müssen wir mal so ein Video machen. Alleine, dass man Geld scheren kann, wusstest du das? Nee, das wusste ich auch nicht. Wie macht man das denn? Machst du dein Buy-Menü auf und dann kannst du unten einen Betrag eingeben und den droppen. Ach, krass, da steht's, ja. Ja. Okay, ja. Wenn man mal so auf die ganzen, auf das ganze User-Interface mal achten würde, ne, dann würde man sowas wahrscheinlich auch sehen, aber machen wir ja nicht. Nee, man ist ja während des Spiels auch so überfordert, ne, man will ja alles. Lass mal hier, willst du den Drill machen? Nee. Nein, wir nehmen den Uplink und die Mutanten. Nee, das geht nicht. Was? Dann hol lieber rechts. Mach du deine Mutanten, ich hol mir den Uplink, du Feigling. Okay, das wird bestimmt gut. Ja. Dann machen wir das mal. Ab jetzt Splitscreen. Yeah. Das kann Lars dann zurechtschneiden. Dann ist wenigstens spannend. Schneidet das sowieso zurecht. Ja, das stimmt. Momentan ist Lars der Cutter, weil ich eine faule Sau bin. Selbst wenn wir uns nicht trennen, schneide ich hin und her. Oh, da sind Dudes. Ja, war ja auch total nicht zu erwarten. Ja, manchmal ist das nicht. Ich mache hier mal so ein Hard Crystal. Das war bestimmt ein toller Plan. Das wird bestimmt nicht in den Arsch beißen oder so. Sind da Spieler? Ja. Yep. Oh. Ja, da ist halt der, der Uplink. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Aggro gezogen. Das wäre ganz gut. Ja, wichtig ist so gegen Mobs immer versuchen, möglichst kein Damage zu kriegen. Klar muss man das generell versuchen, aber es ist natürlich dann besser, wenn man von Spielern überfallen wird, wenn man nicht mit runtergelassener Hose erwischt wird. Das ist dann sehr ärgerlich. Außer die sind auch so kinky wie du. Ja gut, dann ja. Wenn sie einfach ein bisschen Sexy-Time haben wollen, ist das ja in Ordnung. Aber meistens wollen sie ja einfach nur ein paar Kugeln in meinen Arsch blasen. Und das finde ich dann irgendwie nicht so gut. Vor allem, wenn ich nicht irgendwie Consent gegeben habe. Some would call it Sexy-Time. Maybe. I don't. Ich möchte bitte wenigstens vorgefragt werden.
So, sammeln wir das Ding mal ein. Ich guck mal, ob der Ablenke frei ist mittlerweile. Da, Cycle Spike in 42 Sekunden. Das ist bestimmt ein toller Plan. Lass uns machen. Ja, Cycle Spike ist immer ein Megaplan. Bonk. Bonk. Vor allen Dingen, weil die Dudes, die hier den Ablink sich reserviert haben, da jetzt bestimmt auch. Oh shit, hier ist ein Nest. Ja, zwei sogar. Oh Gott. Ah, deswegen würde ich da ja auch eher nicht hingehen. Au. Du könntest ja mal helfen. Nein, wir wollen zum Cycle Spike. Warum bist du denn? Das sind 40 Sekunden, ist er da. Okay, 20 Sekunden. Also irgendwie war hier gerade ein Spieler. Das ist nicht so gut. Ja, das habe ich mir gedacht. Blöd, blöd, blöd. Help, 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 help. Ich werde angeschossen. Zwei sind das. Hau ab. Ja, ich. Gerade ein bisschen problematisch. So. Ich bin unsichtbar. Ich auch. Das nützt nichts. Die sehen mich trotzdem. Ja? Ja. Yep. Oh, ah, good luck. Ich glaube, ich habe die Billigvariante. Die not so invisible. Not so invisible, invisible. Ja. Okay. Oh, könnt ihr. Ich hasse das. Warum müssen sich hier Mobs noch einmischen? Tot. Ich bin gleich tot. Ich traine zu dir. Ich zieh Aggro. Ja, toll. Das finde ich irgendwie gar nicht gut. Oh Gott, jetzt kommt auch noch andere Spieler. Ja, könnt ihr das lassen, ihr Spinner? Why though? Hilfe! Ach, du bist doch am Ende. Du bist ja, lebst ja noch. Bob. Wieso lebst du noch? Ja, wie? Habe ich gesagt, ich bin tot? Ja, hast du so kommuniziert. So habe ich es verstanden. Ich mache mal einen Abgang. Was ich sage und was du verstehst, das hängt irgendwie... irgendwie müssen wir dringend an unserer Kommunikation... Ah. What? Nein, du musst an deinem Verständnis was ändern. Ich ändere gar nichts an meiner Kommunikation. Ah, ich muss hier weg. What? Na, das war blöd. Ach, hier sind gleich zwei. Cool, cool. Okay, drei. Cool, cool, cool. Okay. The fuck? Mhm. Jeder Arsch und seine Mutter wollte hier die Cycle Spike. Oh, mir fehlt ein Kristall, Digga. Hinter mir sind Muties. Ein Kristall. Kannst du noch ein Kristall einsammeln? Nein, ich bin ganz am Arschende von Valhalla. Oh Mann, das ist so ärgerlich. Leute, guckt euch das an. Was ist denn hier schon wieder los? Warum kriege ich hier immer die Nester? Was soll denn das? Auf damit. Von denen konnte ich eben schon nicht die Früchte ernten, das war ein bisschen ärgerlich. Na gut, machen wir das jetzt so. Dafür habe ich hier noch ein paar Mythos. Das ist sehr gut. Ich begrüße das sehr. Hat aber nicht gereicht. Du auch noch? Weißt du zufällig, wie das mit dem Geldscheren funktioniert, wenn man so ein bisschen auf Distanz ist? Wird das dann auch gleichmäßig gechert oder ist das dann irgendwie anders? Nein, du kriegst halt deine 50% von allem, was deine Squad verdient. Egal wie groß sie ist. Also deine 50 oder 25. Das heißt, du kannst dein eigenes Ding machen, profitieren tust du davon. Nicht gut. Ja. Dann müsstest du ja jetzt auch viel Geld gekriegt haben. Ja, ich lieg bei 400 irgendwas. Also dieses bescheuerte Laggen, wenn man mit dem Fernrohr zoomt, ist irgendwie hart nervig. Okay, hau bloß ab. Ja, die sind woanders hin unterwegs. Ich kann auch wirklich ganz dringend diese Unsichtbarkeit empfehlen. Ja, die habe ich mir jetzt auch geholt, aber offensichtlich ist man nicht so unsichtbar, wie man das gerne glaubt. Jetzt war das irgendwie immer ganz erfolgreich. Gefühlt. Oh, abgeprallt vom Felsen, ganz toll. Die haben mir meine Mutants hier vor der Tür wegrasiert. Du Armer. Da müssen wir jetzt noch mal ein paar Punkte machen hier. Ja, wenn ich mit dir spiele, bin ich immer so schlecht. Ja, das genau. Immer wenn jemand hinguckt, spiele ich scheiße. Genau, 85 Punkte ist irgendwie total Panne. Das ist wirklich schlecht. Wir müssen uns mal ein bisschen ranhalten hier. Früher haben wir uns über 85 Punkte gefreut. Ja, das ist ja mickrig. Mickrig, sag ich. Da geht noch mehr hier. Komm, go. Gib Gas. Schaffst du. Ja. Oh, Complete Nick. Was? Hier ist noch einer? Wo ist denn hier noch einer? Okay, ich werde hier versuchen, die Geschichte da oben zu machen, auch wenn die sich jetzt gerade nicht lohnt. Man muss jetzt nämlich ja schon zwei machen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Schaffst du noch so ein Energiedings? Und was?
Ja, ich weiß nicht, wie die heißen. Na, so Elektronenkonsolen, weißt schon. Nein, da müssen wir auch zwei von schaffen. Ja, I know. Ich mach mal hier den Ablenk, das ist viel Oh, intelligenter. toll. Was? Das ist viel intelligenter, sicher? Ja, klar. Ich bin mir da ja nicht so sicher. Wenn da keiner ist, dann ist es leicht verdientes Geld. Das stimmt, wenn da keiner ist. So, hier, komm. Gib ihm, gib ihm. Habe übrigens festgestellt, dass es einen Bug gibt, bei dem man nicht mehr nachladen kann. Das ist äußerst nervig. Ja, kann ich gut vorstellen. Das passiert immer dann, wenn man das Nachladen unterbricht mit einer anderen Animation. Zum Beispiel einen Turm platzieren oder einen Nahkampfangriff. Muss man dann komplett leer ballern oder Nee, was da ist musst du dann? eine Waffe wechseln, dann geht's wieder. Oder du hast halt mega verkackt. Ich hatte es tatsächlich mal, dass ich nur eine Pistole hatte in der Hand. Und dann konnte ich gar nicht mehr nachladen. Das war ärgerlich. Das, ja. Das war sehr ärgerlich. Kann gerade keine Biomasse einsammeln. Kannst keine Biomasse einsammeln? Nee, hier lag eine rum, konnte ich nicht einsammeln. Entweder ist das wieder Ja, das Lag. ist ein Bug. Das ist ein Bug. Das ist mir auch schon passiert. So, wir machen jetzt hier auf jeden Fall die zweite Konsole. Dann kriegen wir nämlich auch die Punkte dafür. Denn die Dinger skalieren ja immer nach oben. Die werden ja immer schwieriger. Und eine zweite davon zu schaffen, ist manchmal ein bisschen nervig. So, da ist das. Okay, springen jetzt für sich, klar. Luppala. So, ich versuche noch so einen Haufen Mutanten abzuballern. Das ist immer gut. Auf jeden Vielleicht, Fall. na, das wird nicht reichen wahrscheinlich. Nee? Drei Minuten noch. Okay, verstehe. Was können wir denn Guter noch Platz. reißen? Nicht auf mich schießen, bitte. Oh Mann, Kacke. Genau das habe ich gemeint vorhin. Hast du wieder andere Spieler gefunden? Ist das Ding jetzt abgebrochen worden? Was ist denn da passiert? Nein, okay. What? Wollte gerade sagen. So. Ich bin auch mega weit weg von der EVAC-Plattform. Ah, gut, hier ist ein Ravager, der gibt wenigstens anständig Punkte. Ravager. Was können wir denn noch erfolgreich machen? Okay, Uplink. Ah, du hast ja 120 Punkte im Uplink gesammelt, immerhin. Haben Sie mir das Ding wieder abgenommen oder bin ich noch? Nee, nee, das haben sie dir wieder abgenommen. Du warst kurz davor zu scoren. Ah, Knapp. laggert. Was? Jetzt so was gerissen. Aber wir sind Dritter, immerhin. Jetzt müssen wir es nur irgendwie schaffen, da zu überleben und keinen Scheiß zu bauen. Man könnte die Uplink Station jetzt nochmal einnehmen. Wenn du rankommst, mach auf jeden Fall. Wenn du dann neben bist, dann lohnt sich das. Wir brauchen ja nur ein paar Punkte für den nächsten Step, sozusagen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Ich dachte, Motorradfahren wäre mal schlau. Ja, aber. Ja, kann man ja nicht steuern, das ist das Ding. Hä, wie klar kann man das steuern? Du kannst es nicht steuern, meinst du? Korrekt? Ja. So, den Auftrag haben wir jetzt auch nochmal abgeschlossen. Das ist doch nice. Okay, cool. Cool. Wir werden uns jetzt mal Richtung Zone begeben. Oh, vielleicht soll ich den Scheiß hier mal aufrüsten. Und hier noch so ein Dingens. Und dann holen wir hier noch so einen Turm. So. Ach, wir hätten mir auch so ein Oh. Motorrad holen sollen. Naja, Oh. gut. Obwohl, wir sind ja näher. Das geht, das geht. Mega die dumme Idee, Was hast du mega die gemacht? dumme Idee. Ich hole mir jetzt hier noch den Ablenk. Oha! Klug? Fragezeichen? Wahrscheinlich nicht. Ausrufezeichen. Hup! Oh, den Leap habe ich geschafft. Nice. Oh, ich hasse, dass das man hier mal nicht hochkommt. Oh, so nervig. Jetzt muss ich außen rumlaufen. Oh, ich bin so eine lahme Schnecke. Okay, Evac-Zone. Leute. Das wird langsam ein bisschen kritisch. Wie ist da unten? Ich bin fast vorbeigelaufen. Ah, genau in dem Moment ist er nämlich gewechselt. Und jetzt farm ich den hier. Ja? Ja. Okay. So, jetzt muss ich hier nur rechtzeitig wegkommen. So, noch mal ein bisschen Punkte gemacht. Fuck, was war das denn?
Stirb. Okay. Oh, nein, schaffen. Motherfucker. Schaffen es raus, dann sind wir Zweiter. Ja, auf jeden Fall. Wo springe ich so weird? Nicht springen. So, ich bin da. Kann raus. Ja, okay, dann hau ab. Ah, da oben mit Danger angezeigt. Okay. Ja. Das ist nice one. Ja, noch Zweiter geworden. Ja, nice. Auf den letzten Meter. Nicht mehr geschafft. Es sei denn, er wäre gestorben. Hammeroni. Ja, das war doch cool. Ja, ich weiß nicht, ob das so spannend war, aber cool auf jeden Fall. Boah. Und mächtig Level gemacht. Ich glaube, 2 Level. In Fortuna Pass. Ich habe leider immer noch nicht die Hand-Contract abgeschlossen. Da braucht es noch ein paar Punkte. Aber mit einem zweiten Match könnte das eventuell sogar klappen. Meinst du denn mit Hand wirklich den Mutated Hand? Weil ja. Hand ist bei mir. Hand-Contract, ja, ja. Okay, I'm the Predator. Ja. Doch. 300 Punkte gibt das Ding. Also lohnt sich richtig. Ja, nett. Was sagt ihr denn? Was hätten wir besser machen können? Nein, Spaß, sorry. Das wollen wir gar nicht wissen. Bitte nur Lobhudeleien. Genau, bitte. Wir sind fragil und alt. Ja, und knackig, also knackend. Sehr knackend. Okay, Leute, haut rein, bis dann. Tschö. Hey, freut uns, dass du reingeschaut hast. Wenn du noch mehr zum Thema sehen möchtest, gibt es hier links und rechts Playlisten, die dir auf jeden Fall weiterhelfen. Wir würden uns auch irrsinnig über ein Abo freuen. Also klick doch einfach auf die Kuh und lass uns eins da. Bis dahin erstmal reingehauen.